Wir gehen jetzt in die Bäckerei nach Peterslar. Nächste Woche kommt das Olivenöl und dann verpacken wir das hier in der Bäckerei. Das meiste Öl muss vor Weihnachten raus. Gut. Das ist das frischste und beste Olivenöl, was je jemand aus Kreta nach Hause gezerrt hat. Rosi, wo geht's denn hin? Jetzt geht's in die ehemalige Peterslarer Bäckerei, die ja mal gekauft wurde, damit der Fanshop hier ganz schön drin eingerichtet werden kann. Idealerweise vielleicht sogar noch mit einem Verkaufsraum, aber auf jeden Fall als besser geeignetes Lager für die Klamotten, weil so Dachboden ist jetzt nicht so ideal. Aber wie man den Michel ja kennt, hat er jetzt erstmal wieder eine andere Idee. Deswegen ist hier das ein oder andere Kartönchen und das ein oder andere Fässchen voll mit Olivenöl, wo aber auch schon ganz viele sehnsüchtig drauf warten. Also wir haben ja schon seit ganz vielen Jahren immer wieder E-Mail-Anfragen wegen Olivenöl, welches er denn benutzt und ob man das irgendwie kaufen kann. Ja, und nach der, weiß ich nicht, 500. Anfrage hat sich der Michael gedacht, vielleicht machen wir das dann auch einfach mal. Und wie das immer so ist, hat er die Idee heute und morgen muss es passieren. Und du bist jetzt hier die Verantwortliche für diese Ölzentrale geworden hier? Nee, ich bin nicht verantwortlich, ich unterstütze nur. Aber ich werde wahrscheinlich verantwortlich dafür sein, dass das Zeug an den Endkunden geht, was hoffentlich ganz bald, ganz schnell passiert, damit ich den ursprünglichen Plan des Fanshops dann doch wieder umsetzen kann. Deswegen, das muss hier jetzt alles so schnell wie möglich raus, weil da hinten hätte man eigentlich zum Verkaufsraum gehen können. Das kann man jetzt aber nur noch, wenn man Spider-Man ist oder so, weil Durchfahrt verboten. Dieses Öl hier, ist das jetzt irgendein Öl, was Michael sich besorgt hat und dann einfach seinen Namen draufklebt oder was ist das genau? Wo kommt Nein, das ist echt ein richtig leckeres Öl. Also das muss man schon sagen. Das ist aus Kreta, logischerweise, und ist auch von seiner Familie ein Unternehmen. Und da wird das Öl produziert und ist wirklich ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Öl, womit er ja auch immer seine heißgeliebten Spiegeleier brät. Mit so 200, 500, 800 Tropfen Öl. Ja, und also das wird schon, ich glaube schon, dass das wird schon ein gutes Projekt. Und das wird auch wahrscheinlich auch sehr schnell, hoffentlich sehr schnell weg sein, das Öl. Hier sind ja extra schon Kartons für hergestellt worden, dass es da so genau schön da reinpasst und hoffentlich auch den Postweg gut übersteht. Ich stoße mal hier rüber, sonst liegt es gleich am Boden. Guck mal hier, total super eingepackt. Passiert nichts. Dann hat man 1 Liter leckeres, feines Olivenöl. Wird das dann auch in irgendwelchen Supermärkten zu kaufen sein oder nur über euch? Vorerst mal nicht. Also ist ja noch in den Kinderschuhen das ganze Projekt. Man muss jetzt eh erst mal sehen, wie es angenommen wird. Und dann wird sich zeigen, wo die Wege noch alle hingehen. Wie ist denn der Preis zum Verkaufsstart? Weiß man den schon? Nee, kann ich dir noch gar nicht sagen. Kann ich dir noch nicht so genau sagen. Ich weiß zwar ungefähr, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wird es denn nur Öl geben oder wird es auch noch was anderes von meinem Sack Foodstuff geben? Also es gibt auf jeden Fall das Öl und dann gibt es auch noch feines Salz. Hier so ein schönes Meersalz. Ich finde das ja immer so witzig, wenn Salz ein Ablaufdatum hat. 3 Millionen Jahren lag es irgendwo rum und dann läuft es innerhalb von 2 Jahren ab. Und das Salz kommt jetzt woher? Das ist, soweit ich weiß, auch aus Kreta. Aber das weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, doch. Aber garantiert ist das auch aus Kreta. Und sonst noch was oder bleibt es erstmal bei den beiden Produkten? Es gibt nochmal ein Salz mit Kräuter. Das steht hier jetzt leider gerade gar nicht. Aber es ist halt quasi das gleiche, nur mit Kräuter noch dabei. Und sonst ist das vorerst mal der Anfang der Geschichte. Wer weiß schon, was da noch alles kommt.
Jetzt geht es ja hier in Zukunft um Lebensmittel. Da müssen auch bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Machen das jetzt extra angestellte Leute oder machen das dann auch so Leute wie Klotzki, Karl und Günther? Wer wird hier rumhüpfen? Ja, es wird halt regelmäßig abgefüllt und da müssen natürlich auch Hygienemaßnahmen alle natürlich genau beachtet werden. Anders jetzt als in der Werkstatt. Logischerweise wird das schon eingehalten und deswegen ist es jetzt hier auch absolut extern, damit es sauber und staubfrei und hygienisch bleibt, wie es sein soll. Da achten wir schon stark drauf. Ja, cool.